Xbox, Boxer spielt Star Wars Battlefront. Der wird euch jetzt zeigen, wie ihr mit dem Laserschwert rumspielt. Hallo, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Format namens... keine Ahnung, Multiplayer Wednesday? Oder sowas? Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wer Format heißt. Ich habe mir noch einen hübschen Namen einfallen lassen. Ihr habt es ja bestimmt schon gesehen. Ja, ich habe das Video ja angeklickt. Ihr seid besser informiert wie ich praktisch. Jetzt schon, ja. Ihr könnt praktisch in die Zukunft jetzt schon sehen. Ich kann es jetzt noch nicht. So, wir spielen jetzt Star Wars Battlefront 1. Nein. Wir spielen jetzt Star Wars Battlefront 2. Nein. Wir spielen Star Wars Battlefront von DICE. Von EA gepublished. Das heißt natürlich... erstmal nichts Gutes, ja. Aber wir werden sehen, was hier so geht. Ich werde ein bisschen länger spielen. Vielleicht so halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Mal schauen. Es wird wahrscheinlich an diesem Tag, wo der Multiplayer-Tag ist, wird wohl kein anderes Video kommen. Weil ich dann einfach so ein bisschen Luft habe, für ein bisschen mehr zu schneiden. Was ist das hier, ein Wendepunkt? Inhalte nicht installiert. Zum Store. Ach, so geht direkt schon los, gell? Ich hab den Krepp installiert. Da muss man direkt wieder irgendeinen Scheiß installieren. Irgendeinen Blödsinn. Ja, wir alle wissen ja, Star Wars Battlefront hat keinen Singleplayer. Kostet trotzdem 70 Euro. Und der Season Pass kostet ganz bescheiden auch so 65 Euro oder so. Oder 45 Euro oder so. Können wir ja gerade mal hier gucken. Wo ist denn hier der Season Pass? Da ist er. Was soll hier der Blödsinn kosten? Gar nichts. Gut, herunterladen. Zack, zack, her damit. Junge. Mensch. Ihr seht, ich bin extrem gut vorbereitet. So kennt ihr mich, ja. Ja, es kann auch gut sein, dass ich ein bisschen cutten werde hier. Wenn jetzt gerade viel passiert oder so, dann cutte ich einfach mal so ein bisschen, ja. Ihr müsst euch ja den ganzen Scheiß nicht angucken, den ich hier so fabriziere zwischendurch, ja. Ich habe gestern mal eine Runde gespielt, da war mein Bruder hier, ja. Hallo Mike an der Stelle. da war ich eigentlich richtig gut. Da habe ich richtig gut gespielt. Ja. Aber ja, wie der Zufall dazu will, spiele ich bestimmt jetzt scheiße. So, wir gucken mal gerade noch schnell, was der Season Pass kostet. Da interessiert euch bestimmt alle brennend. Ja. Also das Spiel kostet 70 Euro, ja, wie man das so kennt. 5% billiger, 10% billiger mit EA Access. Ach, das gibt jetzt nur ein Paket. Dann fick dich. So. Also, wir haben verschiedene Modis zur Auswahl. Einmal schwarzes Bild. Ach, lol, immer da die... Ja, ich spiele übrigens immer noch die Tri-Version von Star Wars Battlefront. Ich habe mir das Spiel natürlich nicht gekauft, hallo. What the fuck? Also, es gibt verschiedene Modis. Einmal Abwurfzone, dann Vorherrschaft, Fracht, Jägerstaffel, Kampfläuferangriff, Vorherrschaft, Gefecht, Fracht, Abwurfzone... Helden vs. Schurken, Heldenjagd, Druidenalarm und Wendepunkt. Weil ich nicht hab, weil ich noch runterladen muss. Gut. Also ich würde sagen, wir spielen das, was am dicksten hier gespoilert wird. Abwurfzone. Oh, du musst mit einem EA-Konto angemeldet sein, um Zugriff auf Online-Features zu halten. Nee, das hätte ich jetzt nie im Leben gedacht. Wie krass ist das denn? Warum hast du mich da angemeldet, du Honk, ey? Warum muss ich mich jetzt da extra anmelden? Was geht ab? Alter! So. Freischaltung öffnen. Klasse. Freischaltung. Sammle Credits, indem du spielst. Investiere deine Credits in Blaster, Sternkarten und Anpassungsobjekte. Danke. Was haben wir denn hier für Sternkarten? Der Thermaldetonator. Die Scout-Pistole. Eine leichte Seitenwaffe für die Neutralisierung von Gegnern und auf kurze Distanz. Verliert mit zunehmender Entfernung Deutschland Effektivität. An Effizienz. Effektivität. Wie viele Punkte habe ich? Gut, schalte erstmal die Granate frei. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Dankeschön. Oh mein Gott, ich habe Punkte verloren. Oh mein Gott, eine Explosion kommt im Hintergrund. Was bearbeite, bla, Hand. So, was haben wir hier? Nix. Was haben wir hier? Gar nichts. So, was kann ich noch machen? Nix. Cool. Also, weg hier. Der Blaster. Mein Aussehen. Wie ist denn mein Aussehen so? Mensch. Eins. Mensch. Zwei. Ich nehme den Mensch 2, der gefällt mir besser. Was denn Mensch 1? Ist eine Frau. Oh, ich spiele Frau, klar. Hallo, spiele ich Mensch 1. Emotes. Kann man auch kaufen, oder was? Hä? Nee, kann man nicht. Ey, hier, Junge, da los, komm mal hier hin.
Mieses Gefühl. Kein gutes Gefühl bei der Sache. Fauststoß. Fistpump. Geil. Cool, finde ich cool. Gut. Ist das eigentlich ein Spiel? Oh, man kann auch spielen. Krass, wusste ich gar nicht. Abwurfzone. Dünenmeer von Tauschhandel. Ne, Dünenmeer Tauschhandel. Aktiviere die Rettungskapsel. Bla, bla, bla. Alles Blödsinn. Start. So. Ich spiele übrigens Third Person, wie man sehen kann. Hinten ist die Abwurfzone. Da muss man hinlatschen. Und muss man den Typ auf die Fresse hauen, die da so rumlaufen. Hallo, ich bin der Neue. Den habe ich gekillt. Ja? Ja, cool. Der DLC steht schon zum Download bereit. Läuft bei mir, würde ich sagen. Wow, 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 wow. Ich schmeiß mal einen Granatchet hinten hin. Von rechts kam da einer. Gucken, wo der ist. Da oben ist einer. Ha! Eins. Zwei ist das da schon gewesen. Zwei. Wow. Ist direkt vor mir hochgegangen. Hä? Wo ist mein Partner hin? Was ist denn das für eine Teamarbeit hier? Das sieht nicht gut aus für uns. Das sieht nicht gut aus für uns. Muss man hier gerade mal umpolen? Aha. Wir sichern die Rettungskapsel. Wow, wow, wow. Das ging aber schnell, oder? E11? Habe ich auch den E11 in der Hand? Ne, ich habe den A280C in der Hand. Also der Sound ist echt genial. Das muss man einfach mal so sagen, wie das ist. Ah ja, jetzt ist er auch mal gut, Junge. Beruhig dich mal. SSS Red Dragon. Ja, einmal der Balle ein bisschen flach. Der kennt natürlich die Map auch innen auswendig, ist klar. Kommt natürlich ganz gravierend dazu. Kravel, Kravel. Leute, warum habe ich den direkt kaputt gehauen? Da ist die neue Kapsel. Oh, Alter! Ey, wie schnell killt der mich denn bitte? Hä? Das ist ja Wahnsinn! Guck mal, der hat 14 Kills. Der hat doch an! Also Sheets. Da, guck mal da! Ganz easy. Nein, 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 nein. Boah, schon wieder da, der Wichser. Der stirbt ja gar nicht. 16-1, what the fuck? Der hat doch an. Da kann man ja erzählen, was er will. Was hier? Oh, 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 oh. Infanteriegeschütz. Okay. Och, Alter. Also dieser SS Red Dragon, der ist ganz schön hart. Alter Schwede. Ich bin der Beste? Hallo? Ich bin der Typ, die Trial gerade spielt. Was seid denn alle für Honks? Da ist noch einer, lol. Ich bin direkt neben dem. Ey, Alter, hast du... what the fuck? Er dreht sich um, trifft mich dreimal und sterbt direkt. Hä? Ey. Da stimmt aber irgendwas ganz gewaltig nicht. Ach, hier kann man hochgehen. Ah, der kann auch so ein bisschen hochsteigen, cool. Hier auf der Plane kann man rumlatschen, klar. Wir machen sich so viel Arbeit, einen Effekt für die Plane hier zu machen, da kann man auf der rumhampeln. Ah, ist doch dumm, da oben drauf rumzustehen. Ist mir voll das krasse Ziel, ey. Gut, ich kill die ganze Zeit ein und sterbe. Kille, sterbe, kille, sterbe. Naja. Das ist gestern ein bisschen besser gelaufen, wenn ich ehrlich bin. Dein Typ hol ich. Haha. Ha. Eine Ladung gekriegt. Geil, aktiviere ich mal. Mal gucken, was bringt. Oh, Alter. Krass. Ja. Hier läuft irgendwas ganz gewaltig schief. Der Typ hat 25 zu 3. Der hat auf jeden Fall an. Der cheatet wie ein Geisteskranker. Kann man ja erzählen, was er will. Egal. Oder dieser E11 Blaster ist einfach extrem hardcore Imba. Extrem hardcore Imba. Imba, Imba, extrem hardcore. Ja. Wundert mich, dass der nicht in allem eigentlich der Beste ist. So, Leute. Jetzt spielen wir Kampfläuferangriff. Guck mal, ich sehe ganz anders aus wie vorher. In grüner Tarnung. Ich würde mal ganz gerne den E11 Blaster freischalten. Wie kann man denn hier andere Waffen freischalten? Wie geht denn das? Sternhand. Warte mal, hier. Ah, okay, Blaster. Der E11 kommt bestimmt ganz zum Schluss, hä? E3, EE3, E11, hier ist er.
Was braucht man da für ein Level? 8 schaffen wir noch. Holen wir mal hier der A280C. Ist das der, wo ich eine Hand habe momentan? Ja, das ist der, wo ich eine Hand habe momentan. Ja, machen wir mal nichts. Sparen wir ein bisschen. Was kann man hier sonst noch machen? Die Scout-Pistole. Schreiben wir mal so ein Ding frei. Ich kenne aus der Beta nur dieses komische Gewehr. So. Ja, los geht's. Wie gesagt, wir spielen Walker Assault, auch im Englischen, im Deutschen Kampfläufer. Hier geht es darum, die zwei Walker, die hier rumlaufen, zu killen. Also mir müssen sie killen, ich bin im Schribell. Indem wir hier so Dinger einnehmen. Hier die Dinger müssen wir einnehmen. Dann kommen die Y-Wings. Und die können dann diese Walker angreifen. Beziehungsweise wir müssen die Walker angreifen. Wow, 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 wow. Alter, ich hab Angst. Wow, 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 ich hab Angst. Alter. Ein AT-ST ist ganz schön schlimm. Zielerfassung des Y-Wing abgeschlossen. So, jetzt müsste eigentlich der Walker angreifbar sein. Ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt nicht, wo der Walker ist. Okay, den Killer habe ich gerade abgegriffen. Gucken, was hier die Pistole kann. Wir haben die Ablenkstation aktiviert. Gute Arbeit. Laut unserer Spion. Kommt her, ihr Gegner! Ich töte euch! Hier ist irgendwo was. Ah, dieses Radar, ne? LOL! Krass, die killt ja sauschnell, die Pistole da. Das ist ja Wahnsinn. Die Ablenkstation aktiviert. Gute Arbeit. Wow! Darth Vader! Ich glaube, es ist ziemlich dumm, den anzugreifen. Warum ist der mir dran vorbeigehampelt, der Honk? Oh oh, Darth Vader kommt, glaube ich. Nee, Darth Vader kommt nicht. Ja, schnell weg hier. Darth Vader mag mich nicht. Glaube ich. Wow, 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 wow. Also die Pistole ist echt cool. Man muss natürlich saugezielt mit der schießen. Ist fast schon ein bisschen so wie eine Art Sniper-Pistole. Mit der man halt echt gezielt treffen muss. Ey, wird so viel Rotes auf dem Radar angezeigt, ne? Man weiß gar nicht so richtig, wo man hin soll. Hier wird zum Beispiel ein Gegner. Hier wird was Rotes angezeigt. Hier. Er ist anscheinend gerade gekillt worden, oder? Wow, 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 wow. Fuck, 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 fuck. Feindliche Einheiten geortet. Was hat da? Da ist irgendwas schnell. Was hat da? Ein Rocket Launcher. Da war doch irgendwo ein AT-ST, oder? Kann ich ihn killen damit? Oder ich schieße einfach mal da rein. Peng. Hat nichts gebracht. Egal. Hallo. Wow. Einer steht noch, ne? Sind das eigentlich schon immer zwei? Oder sind das jetzt immer einer? Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Wo ist denn hier mein Partner? Lol, wo ist der denn? Was ist das hier denn? Was ist denn da der rote Punkt auf der Karte? Ist das Darth Vader? Sieht ja krass aus. Ja, ich glaube, da kommt Darth Vader jetzt. Wenn der uns hier erwischt, ey, der holt uns alle. So, wo sind jetzt diese zwei Dinger, die man einnehmen kann? Ah, jetzt. Markiert, okay. Ah, okay. Da hinten sind sie. Da unten ist doch eins. Da brauche ich nicht da oben rumzuhampeln. So. Noch ist keiner hier anscheinend. Jawohl, der Commander Skywalker. Okay, noch sehe ich keinen. Ich versuche das jetzt einfach mal zu beschützen, das hier. Das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck der ganzen Sache. Da hinten ist ein AT-ST. Wow. Fuck, da ist so ein Ding rumgeflogen. Fuck!
Den habe ich nicht gesehen. Der ist bestimmt abgestiegen, hat mich dann geholt, oder? Der Spurst. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Oh, das ist ein AT-ST. Wenn alle Mann da drauf knallen, müsste er eigentlich relativ schnell down gehen, oder? Boah. Ich tue mich echt ein bisschen schwer so. Also im Prinzip sieht man Imperium ja eigentlich recht gut. Wir sind ja eigentlich recht gut getarnt hier drin. Alter, der Sound, ne? Lol. So krass, ey. Ist echt der Wahnsinn. Das Star Wars Feeling bringen sie echt extrem gut rüber, das muss man schon sagen. Das muss man den Jungs hier schon groß anrechnen. So, machen wir das Ding hier mal an, weil sonst... Scheiße! Och, lol. Der Orbitalangriff von da, dem Typen? So. Das ist der Typ, der das Ding ausgemacht hat. Ich mach das jetzt nochmal an. Noch sehe ich keinen. Hinten ist einer, da hinten ist einer, da hinten ist einer, da hinten ist einer. Da kommen zwei. Fuck. Mist, ich wollte die Granate noch schmeißen. Ah, fuck. Ah, Mist, ich hätte beim Gegner respawnen. Ich hätte bei meinem Typen respawnen können. Das ist AFK. Ah, das sind meine Lieblingsgegner, die AFK rumstehen. Lol. Jawohl, der Skywalker ist da. Hä, von wo? Leute, das ist Boba Fett. Krass. Das hab ich jetzt erst gerafft. Aber ich habe eigentlich recht gut getroffen. So, Y-Wings sind im Anflug. Moment, ich wollte eigentlich die Rakete auspacken, verdammt. Ach, meinen Partner sehe ich immer, da auch sogar durch die Karte durch. Wo? Wo ist der? Wo? Leute, ich habe den Held verwundet. Ja, das kann man natürlich auch in Ego-Perspektive spielen, ne? Aber ich bin irgendwie nicht so ein Freund von der Ego-Perspektive. Keine Ahnung. Ich finde das irgendwie hier cooler, in Third Person zu spielen, ehrlich gesagt. Ist aber natürlich auch Geschmackssache. Jeder wie er will, ne? Ich bin übrigens immer noch erkältet wie Sau. Habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Ey, ich krieg die ganze Zeit irgendwas Rotes angezeigt, ne? Ist gar keiner. Wo sind die Gegner? Einer. So, wo ist noch einer? Boah, der Sound ist echt so pervers geil. Was ist das? Eine Schüssel. Treffer, würde ich sagen. Lol. Wow. Kommen gerade ein bisschen viele Gegner. Lol, geht den Helm aus. Der EE3. Aha. So. Jetzt haben wir das hier. Warte, das hier müssen wir noch aktivieren. Leute, ihr müsst das aktivieren. Vorher geht nichts. Ich beschütze ihn mal gerade. Sehr gut. Die Gegner steht direkt neben uns. Nichts gerafft. Ey, weißt du, ich schmeiß immer Granaten dahin, weil ich mir denke, der Gegner steht direkt da. Das ist ja Blödsinn. Wir müssen das Signal reaktivieren. Oh, guck mal da. 4 Bomben haben wir jetzt. Das wäre ja geil, ne?
Ey, ich raff halt hier einfach nicht, wo hier die Gegner sind. Das ist ganz schlimm. Wow. Hier war noch einer. Wir haben eine Abwehrstation aktiviert. Nein! LOL? AT-AT hat mich besiegt? Och, lol, ey, weißt du? Ist man mal recht gut unterwegs? Dann kommt so ein Blödsinn, ne? Ja, ganz ehrlich, das hier macht mega Fun. Auf jeden Fall, ganz klar. Das Problem ist hier, das Spiel hat halt einfach nichts mehr mit dem ursprünglichen Star Wars Battlefront zu tun. Wo es auch noch drei verschiedene Klassen gab. Ja. Wo Star Wars Battlefront auch noch Star Wars Battlefront war. Das ist halt leider sehr, sehr schade. Ich hätte halt sau gerne Klassen, würde gerne Leute reanimieren, also behealen und so, ja. Wie halt das früher auch so der Fall war. Oder Munition verteilen? Ne, Munition verteilen musste man nicht. Oh, keine Ahnung. Ja, und dann finde ich es auch mega dämlich, dass man so Power-Ups einsammelt, praktisch gesagt. Und nicht irgendwie sich richtig in das Raumschiff reinhockt. Das macht halt das Feeling megamäßig kaputt. Boah, der hat mich echt gesehen, der da. Nicht schlecht. Ja, scheiße. Ich spiele echt nicht gut. Bomber hat das Ziel erfasst. Oh, Bomber hat das Ziel erfasst. Hätten ist einer. Fuck. Ich sehe nur deine Birne, dann kann ich auch nur auf deine Birne schießen. Dich sehe ich komplett. Und dann kann ich auch nur auch komplett auf dich schießen. Nein! Oh, Alter. Was war das da denn? Fuck! Oh, Mann. Attackiere den Kampfläufer, okay. Dann auf geht's. Oh, jetzt geht er recht gut runter. Ist hier nicht noch irgendwo so ein Geschütz? Hier ist so ein Geschütz. Los, drauf da. Der Kampfläufer ist in Position. Zerstört ihn, bevor er unser Fluchtschiff beschädigen kann. Jawohl, schieß auf die Beine. Nein, vorbei. Laut unserer Spione ist der Kopfgeldjäger Bumpen. Mist. Boba Fett ist unterwegs. Los, drauf da, Jungs. Drauf da. Drauf auf den fucking Läufer. Den kriegen wir down. Los. Wow. Steht noch dieses Geschütz hier? Ne, steht nicht. Was ist das hier? Achso, ich hab noch irgendwas dabei. Commander Han Solo ist eingetroffen. Aha. Komm, Granate oder sowas. Nein, Leute, guck mal, wie knapp. Wie knapp, Alter. So, Mädels. Jetzt spielen wir eine Runde Heldenjagd. Keine Ahnung, was das ist. Das werden wir dann sehen. Warum kann ich denn eigentlich nicht so eine Superfähigkeit mal kaufen? Oder... komisch. Ion-Torpedo. Ja, der ist recht praktisch für, Niederlage. Aha. Läuft bei mir, würde ich sagen, oder? Oh, da habe ich auch gut hingekriegt, oder? Nicht schlecht. Gut, wir gucken mal gerade, ob es hier ein neues Gewehr gibt irgendwie. Ah, wir holen uns auf jeden Fall jetzt mal gerade eine neue Waffe. Ist ja langweilig sonst. Schwerer Blaster. Und wir holen mal hier die Pistole. Ach, wir holen einfach hier die Waffe. Scheißegal. So, holen wir hier die Pistole auch noch. Zack. Läuft bei mir. So, holen wir erstmal hier die Waffe. Gut. Würde ich sagen, auf geht's. Heldenjagd. Besiege den Helden, um selbst der Held zu werden. Erreiche als erster das Kill-Limit, um zu gewinnen. Boah, Alter, weißt du, so weiße Schrift wieder so. Der helle Hintergrund. Eieieiei. So, würde ich sagen, los geht's. Dieser Schmuggler, Han Solo, er ist ganz in eurer Nähe. Das ist ein cooler Typ, der Schmuggler Han Solo. Ja? Oh, sorry, ich bin ja beim Imperium. Der Han Solo, voll der Wichser, den killen wir. Wo ist der Spasti? Hä? Wo ist der? War da, oder? Endlich hat Solo für seine
Spielt der jetzt... Spielt der jetzt ein NPC? Lea Morgana. Ey, dieses Radar, ne? Da denkst du doch die ganze Zeit, der wäre hier kurz vor einem. Das ist doch voll Banane. Oh, hier ist dieses Jetpack natürlich fett. Hier in diesen Felsschluchten. Aber ich hab das Jetpack nicht. Ich habe jetzt so auf dem Rücken. Aber ja. Wow, man stirbt ganz schön schnell. Aber gut, ist ja auch okay bei einem Held. Soll ja auch so sein. Ich hol die Pistole mal in die Hand. So. Boah, hier gibt es super viele Ebenen, ne? Hast du ein Laserschwert? Ne. Lol. Wir müssen jetzt immer nur so einen Held abknallen? Astrein, die Musik, Alter. Also die Minimap ist absolut unbrauchbar. Man kann zwar die Richtung sehen, wo er herkommen sollte, aber die Chancen stehen 50-1, ob der da überhaupt ist. Hinten ist er. Mist, Luftschlag daneben geknallt. Nein, der war so gut wie down. Oh, der war so gut wie down. Den habe ich saugut getroffen. Irgendwie finde ich das hier total langweilig. Warum bin nicht ich mal ein Held und töte alle? Ja, der andere hat 0 Punkte. Das verstehe ich irgendwie nicht so richtig von den Punkten her. Hä? Das ist die Lea. Hallo, Lea. Ja, du musst schon mit dem Schild, ja. Du musst schon aus dem Schild raushampeln, Lea. Oh. Boah, die macht ganz schön viel Schaden, ey. Alter Schwede. Lea, wie der Vollschiff an Schild durch Schild ballert. Ist der behindert? Hä? Was war das denn gerade? Mal gucken, ob die Granate da reinfliegt. Ja, fliegt sie. Geil. Finde ich cool. Ja, ich will natürlich nicht da reinhampeln, weil da bin ich ja instant tot. Das ist aber der ihre Fähigkeit, so ein Schild da aufzustellen. Ich weiß nicht, ob das Schild eine gewisse Anzahl... Ja, guck mal, da hält eine gewisse Anzahl an Schüssen aus. Oh, klasse. Ich finde die Pistole gar nicht schlecht, ne? Nein, Mist. Die Lea, voll die harten Sprüche, ey. Geil, finde ich cool. Aha. Ja, keine Ahnung, hier kriegt halt nur derjenige Punkte, der den letzten, den letzten Schuss macht. Hinten ist er, der Skywalker. Der Skywalker! Ich töte dich, Skywalker! Oh, der Skywalker geht ganz schön ab. Oh. Ah, okay, der kann so Schüsse auch so ablenken, dass er mal zurückfällt. Cool. Eigentlich eine coole Fähigkeit. Direkt mal den Blaster in die Hand, den verbesserten Blaster.
Der ist eigentlich ganz cool. Macht echt viel Schaden. Und kriegt auch direkt Punkte. Instant sozusagen. Wo ist er? Wo ist der Skiwalker? Wo ist der Skiwalker? Ja. Ich muss echt sagen, das Spiel macht echt Fun. Also, ich bin echt ein bisschen geneigt, da zu kaufen. Macht echt richtig Fun. Aber, ja. Die ganze DLC-Politik und so gefällt mir halt gar nicht von dem Spiel. Und ich bin mittlerweile im Alter angekommen, wo man da auch einfach ein Prinzip hinsetzen muss. Dass ich einfach sagt, okay, das ist Blödsinn. Da kauft man verschiedene Sachen einfach nicht mehr. Ist direkt unter mir. Geil, der Sound, ne, vom Laserschwert. So geil, ey. Mist. Bleib stehen, Skiwalker. Sieh den Tod ins Auge. Nein, Schwindpunkt. Nein, das gibt es doch nicht. Hat er jetzt echt alle Schüsse abgewehrt? Hat doch ein HP. What the fuck? Och, lol. Ich habe jetzt einfach Vollschaft draufgehalten, weil ich schon gedacht habe, dass wenigstens der ein oder andere Schuss noch durchgeht, auch wenn er das Vollschaft abwehrt. Oh fuck, das ist jetzt echt dumm gelaufen. Ah, jetzt verstehe ich auch, wie das hier funktioniert, Leute. Jetzt verstehe ich auch, wie das funktioniert. Der Typ wird jetzt zum Held. So. Und der hat gerade halt mit Skywalker der sau viel Kills gemacht. Und die Punkte behält er dann. Praktisch wird oben nur der beste Spieler angezeigt. Ich bin halt in Exile cool und habe halt noch gar keinen Held gekillt. Deswegen steht da auch 0. Ja. Finde ich auch ehrlich gesagt jetzt echt ein bisschen dämlich, weil man halt einfach nur dann den Held gekillt hat, wenn man den letzten Schuss auf den Typen drauf gemacht hat. Das finde ich halt schon ein bisschen dämlich. Keine Ahnung. Naja, gut, egal. Leute, ich würde sagen, wir machen hier jetzt auch Schluss. Lang genug gespielt. Und, im nächsten, Multiplayer Wednesday. Keine Ahnung, ob ich das Format so nenne. Gucken wir mal, was wir da spielen. Ich habe schon so ein paar Sachen im Kopf. Ich werde auch mal Forza spielen zum Beispiel. Ich werde auch mal ein Rennspiel spielen. Vielleicht spielen wir Titanfall. Vielleicht spielen wir Call of Duty. Vielleicht spielen wir Farmarama. Nee, keine Ahnung. Werden wir dann sehen. Ja. Und ja, wenn euch das gefällt mit dem Format, schreibt mir ruhig in die Kommentare, ob euch das gefällt oder nicht. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich. Mögt mich. Und tschüss.